Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Ein kleiner Rückblick. In der letzten Folge haben wir hier an dieser Treppe gearbeitet und ich schaue sie mir nochmal an. Man kann sie links und rechts, ist sie begehbar, man kann hinaufgehen. Ich muss mir noch was einfallen lassen, vielleicht kann man das mit dem Dach noch etwas, aber dann müsste ich das um ein paar Blöcke verschieben, dann müsste ich das ganze Dach wieder abreißen. Das wäre nicht der Sinn der Sache. Naja, wir lassen es erst einmal so. So, auf jeden Fall habe ich hier genug Freiraum. Hier wird dann der Händler entstehen. Hier kommt dieser Holzfällerhändler hinein. Das heißt, mit der Quest, die ich beendet habe, an der Questtafel bekomme ich diesen Händler für die Holzfällerhütte. Und das heißt für mich, ich kann mir so gesehen unendlich Holz erkaufen und ich muss es nicht mehr farmen. Das ist schon mal wunderbar. Aber heute möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten machen und zwar hier ein Geländer drum bauen und hier vielleicht auch ein kleines Geländer dran bauen und außen vielleicht noch ein Geländer dran bauen. Und dann möchte ich auch noch von außen ein paar Kleinigkeiten machen, wie zum Beispiel vor der Holzfällerhütte oder hier am Rande der Holzfällerhütte noch so, dass dort ein paar Baumstämme liegen, so wie es sich vor einer Holzfällerhütte gehört. Nicht vor jeder Holzfällerhütte, aber vor manchen, so kenne ich es, dass dort vor einer Holzfällerhütte halt viel Holz liegt oder halt so ein Baumstumpf, wo man den halt das Holz hackt und so weiter. Sowas möchte ich halt auch noch als kleine Aspekte hineinbringen, finde ich immer ganz toll. Ja, und Zäune haben wir natürlich schon, da kann ich das Geländer auch gleich anfangen, das ist wunderbar. Hier außen, außen das Geländer, ich weiß es nicht. Bringt es etwas, wenn ich es hier in die Luft dran baue? Ich muss mal gucken, wie es dann aussieht. Vor allen Dingen ist wichtig, dass wir es erstmal drinnen bauen, dass man hier nicht immer direkt, sage ich mal, hinunterfällt, wenn man hier runtergehen möchte. Ist natürlich auch ein bisschen schlecht. Okay. Hier. Und hier ist ein bisschen blöd. Aber kann man anbieten. Ja gut, brauche ich die inneren nicht. Ist ein bisschen schwachsinnig, würde ich sagen. Ich würde sagen, das reicht bis hierhin vollkommen aus. Und, na gut, das sieht da in der Mitte ein bisschen komisch aus. Kriege ich die noch wieder? Ja, wunderbar. Aber das macht ja jetzt so im Ganzen gar nichts. Kann man so stehen lassen. Vielleicht kann man hier hinter noch irgendwie was bauen. Mal gucken. Ich lasse mir mal was einfallen. Ansonsten kann es auch so bleiben. Man sieht halt von rechts und links ein bisschen komisch aus, finde ich. Wenn man hier so hochkommt und da ist nichts. Naja, hier wird auf jeden Fall der Händler hinkommen. Werde ich dann im Game-Modus erstellen. Das werde ich natürlich nicht aufnehmen. So, dann möchte ich, dass man hier nicht unbedingt hinunterfällt. Direkt. Da kommt man hier auch noch hin, wunderbar in die Ecke. Und dann kann man hier hinuntergehen. Ja, hier geht es in eine einfache Höhle hinunter, die ich auch noch nicht wirklich erforscht habe. Da werde ich dann auch später nochmal hineingehen. Mal gucken, was sich da noch so finden lässt. Viele Diamanten haben wir auch noch nicht gefunden. Wir haben auch leider keine Dia-Rüstung. Wo ich gerade von Rüstung spreche, können wir eigentlich gleich mal zurückgehen und gucken, ob wir noch... Ja, wir haben noch genug Eisen. Können uns auf jeden Fall noch mal einen Eisenhelm herstellen. Und dann werde ich mal gucken, was wir außen so machen können. Dass das dekorativ noch etwas schön gestaltet wird. Blöcke habe ich hier nicht mehr. Genau. Das brauche ich. Oder habe ich hier noch was bei Rüstung? Ja, ich habe sogar noch was. Ja, wunderbar. Man könnte sich ja trotzdem noch mal so Rüstung, weil ich habe ja hier auch bei Werkzeugen, habe ich ja immer speziell was parat. Da könnte ich jetzt mal sagen, dass ich mir vielleicht auch noch mal so eine Rüstung herstelle, dass ich immer mal noch was habe, wenn es mir ausgeht. Kann ich mir jederzeit irgendwie, brauche ich nicht groß craften und kann mir die dann jederzeit holen. Okay, das. Und wie war die Hose? Das war so, okay. Aber natürlich habe ich keinen Platz mehr. Schmeiß mal kurz das Knochenmehl weg. Davon haben wir eh genug. Okay. Die tun wir hier eine Truhe hinein. Für später.
Knochenmehl können wir auch erstmal wegpacken. Und so, bevor ich es vergesse, nehmen wir den natürlich auf. Und ich gucke mal. Ich brauche Baumstämme brauche ich. Und zwar brauche ich dunkle Baumstämme und etwas Schwarzeichen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das mache mit den Baumstämmen. Ob ich die einfach nur so hinlege. Natürlich auch ein bisschen komisch aus, aber vor allen Dingen brauche ich erstmal Schwarzholzbaumstämme. Habe ich natürlich wieder nicht. Oh, und hier sind auch die Bäume gewachsen. Das ist wunderbar. Das gefällt mir. Die guten Birken. Ja. Hier hatten wir auch nichts mehr. Gut, die Kiste können wir direkt eigentlich abbauen. Denn die brauchen wir hier nicht mehr. Wir brauchen hier nichts mehr lagern. Die Kiste kann ich dann wieder woanders gebrauchen. Den Ofen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Eigentlich brauche ich den Ofen nicht mehr. Zumindest im Moment nicht. Werkbench könnte ich vielleicht noch, nicht unbedingt gebrauchen. Ich überlege gerade, wo es mir gerade einfällt, die Workbench. Ja, doch, die könnte ich eigentlich nochmal gebrauchen. Und zwar brauche ich die nicht hier. Ich gehe jetzt erstmal Holz sammeln. Denn Holz brauche ich auf jeden Fall, sonst kann ich die Balken dort vors Haus nicht hinlegen, so wie ich es haben möchte, vor einer Holzfällerhütte, wo halt ein bisschen Holz vorliegt. Was ich noch bauen wollte, worauf ich jetzt hinauskommen wollte, wegen der Workbench, da muss ich sowieso zurück ins Haus, weil ich brauche dafür Eisen. Ich möchte diese, wie heißen diese Dinger, diese Kelche da, wo man Wasser und Lava reinfüllen kann. Davon möchte ich noch ein paar bauen und mit Wasser füllen und vor die Holzfällerhütte stellen. So als kleine Dekoration. Mir fällt jetzt nicht der Name ein, wie die heißen. Macht auch nichts. Okay. Wir nehmen erstmal diesen Baum hier mit. Okay, das ging relativ schnell. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. Ich nehme vorsichtshalber einen Baum mit. Sicher ist sicher. Wenn wir doch ein bisschen mehr Holz haben, weil sonst fehlt es wieder. Und das muss ja nicht sein. Ein guter 64er Stack ist schon immer ganz in Ordnung. Na, wird es schon wieder dunkel. Okay, wunderbar. Das haben wir. Und dann machen wir uns erstmal wieder auf den Heimweg. Dann würde ich sagen, ich sollte vielleicht mal was essen. Alles klar, wunderbar. Und weiter geht's. Dann gehe ich jetzt nochmal direkt zurück zum Haus und werde da mir nochmal diese Kelche oder wie auch immer sie heißen herstellen. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber ich werde es ja gleich sehen. Hier finde ich es auch noch relativ dunkel. Könnte man noch mal eine Fackel hinsetzen und hier auch. Okay. Ja, dann gucken wir mal. Ich würde sagen, vielleicht so 3 bis 4 Stück könnte ich da schon von herstellen. So, wie heißen die denn? Kessel, genau. Und Kessel ist das. Kelche. Ja. 3. Ja gut, machen wir 3. Obwohl 4 würde besser aufkommen, finde ich. Ist eine gute runde Zahl. Machen wir noch ein. Wenn was überbleibt, ist auch nicht schlimm. Dann belassen wir es dabei.
Okay, wunderbar. Das hätte ich soweit. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und schaltet wieder ein.